Ja, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist das ein insofern sehr, sehr wichtiges Video, weil ich sehr viele Fragen erhalten habe, die mich darum gebeten haben, dieses Video zu machen. Es geht um Shortcuts in Lion. Wie ihr wisst, konnte man bislang immer in Snow Leopard alle Programme mit Shortcuts bzw. alle Funktionen mit Shortcuts öffnen. Das geht auch in Lion. Dazu müsst ihr einmal einfach in eure Einstellungen rein. Also so sieht das aus, wenn ihr hier auf Einstellungen klickt. Dann habt ihr ja hier verschiedene Sachen. Ist eigentlich egal, auf was ihr jetzt geht. Ihr könnt jetzt hier beispielsweise auf Mission Control gehen. Gehen wir einfach mal direkt drauf. Und jetzt haben wir hier verschiedene Sachen. Man kann jetzt hier auch die aktiven Ecken einblenden beispielsweise. Das sind beispielsweise auch die Ecken, in denen man diese verschiedenen Sachen dann beispielsweise Launchpad und Mission Control öffnet. Ich habe jetzt mal Mission Control unten rechts gesetzt, weil es dann ähnlich ist wie die Fensteransicht in Snow Leopard. Und das Launchpad habe ich jetzt einfach mal unten links gesetzt. Das wollen wir allerdings gar nicht. Wir wollen das mal mit den Shortcuts kurz durchgehen. Und zwar befindet das sich hier unten. Das ist unter Tastatur und Maus Kurzbefehle, ja im Englischen natürlich Shortcuts. Die können wir jetzt hier unten einstellen. F9, F10, F11, F12 müsste standardmäßig bei euch auch eingestellt sein. Wir können das aber auch allerdings umstellen und können dann hier alles Mögliche wählen. Das heißt, ihr habt da die freie Auswahl, mit was auch immer ihr das einstellen wollt, beziehungsweise mit welchen Tastaturkurzbefehlen ihr das machen wollt, ist dann euch überlassen. Das heißt, so macht ihr die Shortcuts und das ist eigentlich auch der einfachste Weg, Shortcuts zum Öffnen und natürlich auch hier Shortcuts zum Schließen, kann man auch alles einstellen. Das ist recht einfach gemacht in Lion, man muss es allerdings erstmal rausfinden, deswegen kann ich diese Fragen auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn es jetzt noch irgendwelche anderen Fragen gibt, die ihr bezüglich Lion habt, es gibt ja keine dummen Fragen, stellt mir einfach alles. Ich werde auf jeden Fall entweder schriftlich oder durch ein Video, wie in dem Fall, weil es wirklich sehr, sehr viele Fragen gab, antworten. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch das im Schnellen mal erklären, wo man die Shortcuts einstellen kann. Das soll es gewesen sein von diesem Video. Bis dahin sage ich Peace. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, denkt wie immer dran, den Daumen nach oben zu machen, meinen Channel zu abonnieren. Damit bin ich schon wieder raus für heute und sage wie gesagt Peace und bis zum nächsten Video.